Herzlich willkommen zu unserem heutigen Goldanalyse-Video. Mein Name ist Philipp Klinkmüller. Ja, Gold tut sich hier am heutigen Vormittag doch sehr, sehr schwer, weiterhin an der primären Erwartung festzuhalten. Habe deswegen auch jetzt hier mal die Wahrscheinlichkeiten für den weiteren direkten Abverkauf auf 45% erhöht, denn wir haben jetzt hier heute im Verlauf ja bereits ein Tief markiert bei 18,53, also waren dann eben hier rund nur noch 5 Dollar von dieser Invalidierungslinie bei 18,48 entfernt. Ja. Nochmal zur Erläuterung, sollten wir jetzt eben direkt unter die 18,48 abverkaufen, was wir zu diesem Zeitpunkt jetzt bereits mit 45% einplanen müssen, ja, würde bedeuten, das Szenario, also ein Anlaufen dieses Zielbereiches, Tradingbereiches hier oben wäre dann nicht mehr gewährleistet. Das bedeutet, wir würden dann eben direkt weiter die Abwärtsbewegung aufnehmen und uns dann eben hier nach unten in Richtung 17,20 orientieren mit dem weiteren Abverkauf. Ja. Das ist ja so oder so unsere primäre Erwartung, aber eben, wie gesagt, eigentlich erst nach einem Anlaufen dieses Bereiches. Gleiches wird dann auch natürlich auf den GLD zutreffen, auch hier müssen wir bei einem direkten Abverkauf unter 173,65 dann davon ausgehen, dass es eben hier zu einer direkten Fortsetzung der Abwärtsbewegung kommen wird und wir dann eben hier nicht mehr weiter in Richtung, ich hatte das ja mal eingetaktet im Bereich 178, 181 vordringen für diese Gegenbewegung, sondern dass wir dann eben auch hier direkt weiter abverkaufen und dann wären eben hier auf jeden Fall dann eben Kurse im Bereich der 162 Dollar anzupeilen, ehe es dann von dort aus nochmals zu einer Wiederaufnahme der übergeordneten Aufwärtsbewegung kommen kann. Ja. Das heißt, wir stehen hier wahrscheinlich vor einem sehr, sehr spannenden Handelstag, was die Entscheidungen angeht, respektive dann eben auch von einem entspannenden Wochenausklang und ja, sehen dann hier eventuell endlich eine nachhaltige Entscheidung, denn wir müssen ehrlich sein, wenn das jetzt schon wieder hier nach oben dreht, meine persönliche Präferenz jetzt rein subjektiv wäre es, wenn wir jetzt einfach direkt weiter abverkaufen, dann haben wir das halt hier oben um 7 Dollar verpasst, aber dann würden wir eben einfach weiter der Korrektur Vorschub leisten, respektive diese dann eben auch mal so langsam aber sicher in ein Ende in greifbare Nähe bringen, dass wir da dann eben auch die Möglichkeit haben, das Thema dann hier wirklich zu beschließen und uns dann von dort aus wieder auf der Oberseite dann eben entsprechend orientieren können. Denn wenn das dann eben glückt und die Korrektur dann eben im nächsten Bereich rund um die 17,20 herum sich fängt, dann haben wir ja im Nachgang dann eben auch ein immenses Aufwärtspotenzial nochmal vor uns, aber es braucht diese Korrektur, je schneller wir sie zu Ende bringen, umso schneller sind wir da unten angekommen und entsprechend kann man dann eben auch wieder längerfristige Long-Einstiege planen. Ja, damit sind wir am Ende des Videos, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum Dienstag.